Hi Leute, heute in dem Video geht es darum, warum ich mich nicht mehr komplett pflanzlich ernähre und welche tierischen Produkte ich integrieren würde, wenn du darüber nachdenkst und was ich bei tierischen Produkten allgemein beachten würde. Okay, in dem Video heute möchte ich dir jetzt verraten, warum ich mich nicht mehr komplett pflanzlich ernähre und ich möchte darauf eingehen auch allgemein, was gilt es zu beachten, was ist sinnvoll, sind tierische Produkte sinnvoll, was sind die Vorteile von pflanzlichen Lebensmitteln und was ich eben besonders beachten würde. So, und übrigens, kleine Vorankündigung vorweg, es wird noch ein Video kommen, warum ich mich nicht mehr komplett roh ernähre nach 5 Jahren. Ich habe es neulich auch schon mal angeschnitten in anderen Videos. Aber warum das Ganze so ist, kommt dann nochmal in einem extra Video. Und jetzt möchte ich aber heute mal eben darauf eingehen, auf diesen Aspekt tierische Produkte, pflanzliche Produkte, Lebensmittel. Was sind die Vor- und Nachteile? Und was ich machen würde und worauf ich eben achten würde, ist, dass egal, ob du jetzt tierische oder pflanzliche Produkte isst, ich würde mir immer diese goldene Regel setzen und zu schauen, immer natürlicher, unverarbeiteter und artgerechter mich zu ernähren. Da würde ich immer persönlich als allererstes drauf achten. Also was bedeutet das? Unverarbeitet möglichst, das heißt nicht durch 10.000 Verarbeitungsschritte eben gegangen. Ja, ganz an erster Stelle, was ich meiden würde, sind natürlich E-Nummern, Industriekost, hochverarbeitete Produkte eben. Also ja, Industriezucker, Salz, all diese Dinge, die würde ich generell als allererstes meiden in der Ernährung. Und dann eben auch schauen, okay, möglichst unverarbeitet, möglichst einfach zu essen, dann kann dein Körper das am besten handeln, kann dein Körper das am besten verarbeiten, nicht 1000 verschiedene Sachen immer in einer Mahlzeit vermischen oder verschiedene Lebensmittelgruppen vor allem. Das ist halt das besonders Wichtige. Und da würde ich mich zuerst dran halten und dann eben auch möglichst artgerecht, wofür unser Verdauungssystem eben gemacht ist. Das ist ein recht langes Verdauungssystem, ist nicht so wie bei eben einem Fleischesser oder einem Allesesser. Unser Verdauungssystem ist eben eher auf pflanzliche Produkte ausgelegt, pflanzliche Lebensmittel, wenn man es sich mal anschaut. Und auf natürliche Sachen. So, jedes Tier auf der Welt ernährt sich von Lebensmitteln in ihrer ursprünglichen Form, die nicht konzentriert sind, nicht stark erhitzt, nicht vor Wochen lang zubereitet und dann gegessen. Und das ist der wichtigste Punkt. So, jetzt mal unabhängig davon, ob man sich jetzt von tierischen oder pflanzlichen Produkten ernährt. Und wenn ich persönlich tierische Produkte eben integrieren würde, und da komme ich jetzt auch zu, welches tierische Produkt ich seit, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon seit ein halbes Jahr, ja bestimmt. Ich habe sonst nämlich immer viele Trockenfrüchte zum Beispiel gegessen. Und da gibt es halt auch den Nachteil, so okay, es pappt sehr stark an den Zähnen, kann sehr stark auf die Zähne gehen. Und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist Honig eingebaut in Rohkostqualität. Da würde ich besonders darauf achten bei Honig, wenn man den isst. Und ja, per Definition ist Honig nicht pflanzlich. Und Honig ist aber, also aus meiner Sicht auch das, was ich gemerkt habe, er ist halt schon noch sehr im Gleichgewicht.
Der Körper kann das sehr gut handeln und wenn man ein Süßungsmittel hat, ist es halt noch was Natürliches, was Unverarbeitetes und es poppt nicht so in den Zähnen, es ist meist flüssig so. Genau, und das ist halt ein wichtiger Punkt. So, wenn ich Honig esse, dann würde ich halt auch darauf achten, dass das halt ja, regional beziehungsweise halt ein Bio-Honig ist, wo man wirklich weiß, okay, das ist für die Tiere auch in Ordnung. So, da streiten sich immer die Geister. Aber da möchte ich jetzt auch gar keine Diskussion anfangen, was das Tierleid betrifft. Da würde ich wirklich schauen, wenn du jemanden kennst, wo da nicht irgendwie Zucker zugefüttert wird und so weiter, dass die Bienen wirklich frei leben, komplett, da nicht irgendwie Königin getötet wird und so weiter. Da würde ich drauf achten, genau, wenn du Honig isst, das würde ich eben allgemein immer beachten. Und da würde ich nämlich auch zu dem Punkt dann eben kommen jetzt, welche tierische Produkte oder was ich ansonsten auch beachten würde, wenn ich tierische Produkte integrieren würde und was es halt allgemein bei uns zu beachten gibt, bei den Lebensmitteln eben, was ich auch vorher schon angeschnitten habe, sie sind hoch verarbeitet so. Und im 99% der Fällen, wenn man zum Beispiel tierische Produkte konsumiert oder 99% der tierischen Produkte, die in Deutschland, deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich konsumiert werden, sind hochverarbeitet. Milch im Supermarkt immer hoch erhitzt. Und ja, die anderen Geschichten auch. Da steckt so viel Mist drinnen. Und 99% der Sachen ist eben einfach mit Antibiotika gespritzt und so weiter. Genmanipuliertes Futter. Die Tiere haben wahrscheinlich nie Sonnenlicht gesehen. Schaut euch gerne mal von Pier, von Kraftfutter, Videos an, wie die Tiere im Normalfall ja, gehalten werden. Die hat da mal ein bisschen recherchiert, bisschen Videos zu gemacht. Schaut euch das unbedingt mal an. Und das ist halt zu bedenken. Wenn ich tierische Produkte essen würde, würde ich immer erstmal auf die Qualität achten, dass da wirklich ein Produkt hintersteckt, ein Lebensmittel. Und Tiere sind halt nun mal eigentlich keine Produkte, sondern sind Lebewesen. Und wenn man da was konsumiert, dann würde ich darauf achten und wirklich schauen, hey, wo kommt es her? Es gibt da halt meilenweite Unterschiede so. Wenn man selber irgendwie Hühner daheim hat, die gut behandelt, ist das was anderes. Aber sowas hat man normal nicht. Und wenn ich tierische Produkte, jetzt mal abgesehen von der Haltung, eben der Punkt, was ich jetzt angesprochen habe, essen würde, außer jetzt Honig, habe ich nicht vor. Das ist so das Einzige, was ich gemerkt habe, einfach als Süßungsmittel. Kann ich auch vertreten so. Aber wenn du jetzt auch noch dabei bist, probierst langsam umzustellen, es muss ja nicht alles von jetzt auf gleich so. Eine ja, pflanzliche Mahlzeit mehr in der Woche, am Tag ist schon so genial, wenn das jeder macht, dann kommt man dann schon einen Riesenschritt voran. So, es ist nur wichtig, dass man in die richtige Richtung geht. Und das ist halt der Punkt. Und wenn du ja, noch tierische Produkte isst, würde ich eben besonders darauf achten, okay, was ist das für eine Qualität? Findest du da irgendwie wirklich jemanden, der auf der Wiese freilaufend noch die Tiere hält, was wirklich ja, 0,1 bis 2-3% wahrscheinlich sind, je nachdem, Land, Region. Und das ist der Punkt erstmal. Und dann würde ich darauf achten, an tierischen Produkten. So grundsätzlich würde ich schauen, wenn du Fleisch isst, dann würde ich schauen, dass es möglichst entfernt ist von den Menschen. So, keine Affen essen, Schweine möglichst nicht. So, wenn würde ich noch eher Fisch essen, ist von der Verdauung her noch ein bisschen besser. Da halt natürlich immer, wie gesagt, mit dieser Bedingung, dass es
natürlich gehalten ist. Wildfang und so weiter. Weiß nicht, was es da gibt. Esse ich eigentlich nicht. Aber nur für diejenigen sage ich es jetzt gerade, wenn du noch irgendwie solche Produkte isst oder ja, Lebensmittel, tierische isst, dann würde ich da besonders drauf achten. Hauptsache, das geht eben in die richtige Richtung. Und dann, genau, ich würde schauen, dass es möglichst weit entfernt ist von der gleichen Art. So, es ist viel schwieriger zu verdauen. Fisch ist viel leichter zu verdauen. Noch eher, ja, Fisch zum Beispiel essen. Aber ja, an sich, ich sag mal, ja, Rohmilch, denke ich, könnte ich mir noch vorstellen. Ist das noch gesundheitlich, kann ich es nicht beurteilen, habe ich selber nicht ausreichend getestet. Aber könnte ich mir noch vorstellen, dass das verträglich ist. Habe ich Erfahrungsberichte, einige von gehört, die da jetzt nicht die negativen, also wenn man jetzt nur mal auf die Gesundheit schaut, diesen Aspekt. So kann ich mir vorstellen, dass Rohmilch in Ordnung ist. Weiß ich aber selber jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung. Ist nur viele Erfahrungsberichte, die ich gehört habe. Bei rohen Eiern könnte ich mir auch vorstellen, dass der Körper das noch einigermaßen handeln kann, wenn das eben, ja, auch wirklich Freiland und nicht irgendein Mist gefüttert. Ja, dann könnte ich es mir vorstellen. Bei den Sachen würde ich eher darauf zurückgreifen als auf, ja, Fleisch. So, wenn schon eher noch Fisch. Jetzt rein gesundheitlich rede ich gerade immer von dem Aspekt. Ja. Und genau, Rohmilchkäse bekommt man, glaube ich, noch öfter. Habe ich jetzt auch nicht getestet, aber wenn schon, würde ich halt zu solchen Produkten noch greifen. Genau, Bio-Rohmilchkäse, wo wirklich nicht erhitzt ist. Ja, das sind halt Lebensmittel, die der Körper dann noch besser handeln kann. Ja, wenn du da eben an dem Punkt bist, nur dafür. Und ja, aber das war es eigentlich so zu den tierischen Produkten. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt gerne mal unten drunter, ob ihr euch komplett pflanzlich ernährt, ob ihr auf dem Weg seid. Wie handhabt ihr das? Wo möchtet ihr da überhaupt hin? Seid ihr eher aus gesundheitlichen Gründen in eine pflanzlichere Richtung mit der Ernährung gegangen? Oder aus welchen Gründen interessiert ihr euch dafür? Und wo wollt ihr hin? Schreibt es gerne mal unten drunter. Und ansonsten im nächsten Video werde ich dann ja, euch ein bisschen Einblick geben, warum ich nach 5 Jahren Rohkost nicht mehr komplett mich roh ernähre. Und was ich, aus welchen Gründen, was für Veränderungen ich damit gemerkt habe. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, euch, und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und wenn ihr noch eine Frage habt, kommt gerne auch mal in die Facebook-Gruppe, ist unten drunter in der Infobox verlinkt. Da bin ich jeden Mittwoch mal einmal live und pick mir 1, 2 Fragen raus, je nachdem, wie lang Zeit ist. Ja. Und freue mich, wenn du mit dabei bist. Ansonsten, mach's gut. Schönen Tag dir. Ciao.